Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. In diesem Video geht es um was ganz Besonderes und zwar, ich möchte euch gerne zeigen, wie man Salzburger Nockerl macht. Ich bin momentan sehr auf Kochen fixiert, also ich tue sehr viel kochen, verschiedene Sachen, probiere recht viel aus, auch Nachspeisen und so. Und heute haben wir gedacht, ich traue einfach einmal ein Kochvideo. Wir befinden uns jetzt zwar noch im Vorraum, aber ich gehe jetzt mit euch um mich und dann fangen wir gleich direkt an. Und zwar, ich habe mir mal für die Salzburger Nockerl alles hergekriegt. Und zwar, da ist mein Kochbuch, was ich dabei so irgendwie hingeschmiert habe, dass ich weiß, wie es geht. Ich weiß noch nicht ganz auswendig, aber ich habe es schon 3-4 Mal gemacht. Dann habe ich da die Küchenmaschine. Da habe ich jetzt, also man braucht für die Salzburger Nockerl 5 Eier, 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Vanille und 1 Esslöffel Mehl. Und ich schreibe das aber alles unten in die Infobox rein, dass ihr dann eh wisst, wie ihr das machen müsst. Und ich habe jetzt einmal so gemacht, ich habe jetzt einmal die Eier getrennt. Der Eidotter ist da drinnen und das Eiweiß ist da drinnen. Also Eiweiß, als Eiklar. Und die 5 Eiklar habe ich da reingegeben und die habe ich auch schon fast festgerührt. Bei den Salzburger Nockerl ist nämlich das Problem, die meisten Leute rühren das nicht so fest. Und ich habe jetzt schon fest gerührt, schalte nur mal auf 1 ein und auf 2 und dann rede ich einfach weiter. Dann haben wir da schon Zucker hergerichtet, ein Mehl und eine Auflauf, also eine Form mit Mehl und Butter. Was wir für die Salzburger Nockerl eben als erstes die Eier trennen, die 3 Eier separat in eine Schüssel geben. 2 Eidotter werden nicht mehr gebraucht. Die könnt ihr einfach entweder in den Kühlschrank ein, die darf ich was anderes benutzen oder einfach wegschmeißen. Und die anderen, also die restlichen 5 Eiklar, werden einfach in der Küchenmaschine, man kann natürlich auch einen Mixer nehmen, einfach ganz, ganz steif geschlagen. Wenn das dann zumindest fertig ist, da gibt es nämlich ganz einen einfachen Trick, wie man das am besten tut. Und zwar, wenn man da einfach aufmacht und wenn man eben da merkt, dass nur recht wenig oben bicken bleibt, dann tut man es einfach nur mal oben. Und dann schaltet man nochmal auf 2, 3 tue ich auch aufschalten, weil dann geht es oft besser und schneller vor allem. Ja, so ist es eigentlich. Wie gesagt, man braucht keine Küchenmaschine, ich habe die nur von meiner Mama gekriegt. Man kann einfach einen Mixer ganz normal nehmen. So, wenn das dann fertig ist, dann ist es ganz einfach. Und zwar, man gibt dann Zucker und Vanillezucker dazu. Das heißt, Zucker haben wir genau 3 Esslöffel. Also 1, 2, 3. Und dann braucht man einen Vanillezucker. Vanillezucker habe ich da oben so versteckt. Und da braucht man auch nur mal einen Esslöffel. Genau. Und dann ist das Wichtigste, dass man dann auch nur mal auf 3 oder 2 oder 3. Und wirklich, das muss voll steif geschlagen werden. Weil man gibt nämlich dann nachher, wenn das ganz steif geschlagen ist, gibt man nämlich dann das Mehl und die Eidotter dazu. Und wenn man das nämlich zu wenig steif schlagt, hoppala, dann fallen nämlich die Salzburger Nockerl zusammen und das sollte natürlich nicht passieren, das passieren die meisten Leute. Und das kann man jetzt wirklich so auf 3, mal wirklich 5 Minuten einfach so, ich lasse jetzt nicht so lang, weil sonst dauert mein Video viel zu lang. Und ja, ich lasse es jetzt einfach mal. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig vielleicht. Aber ich habe ja zum Beispiel jetzt letztens voll das coole Paprika so gemahlen kaufen. Das schmeckt so gut. So eine Pesto oder was ich da dazu. So. So, und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Und jetzt dann mal so. Und zwar, man sollte eben 5 ein Esslöffel Mehl. Ich gebe da immer wirklich ein Esslöffel Mehl rein. Die Eidotter. Gescheit, dass alles rausgeht. Und dann wirklich auf 1 ungefähr so 2, warte mal, 1, so ungefähr 10 Sekunden. Wirklich nicht länger. Es darf, muss auch wirklich, das Eidotter muss wirklich und das Mehl muss nicht wirklich vermischt sein. Arg. Und dann ist es gar nicht mal so einfach. Oh Gott, mit einer Hand. Dann schaut es so aus. Und dann tue ich meistens nochmal so abtropfen mal rein. Und dann noch rein. Gleich. Und Mehl gleich verstauen. So. Dann nehme ich mir meistens nur mal einen Löffel und dann nur ganz leicht verrühren.
Und was jetzt ganz wichtig ist, dass man die Salzburger Nuckel überhaupt so formen kann, man nimmt sie einfach eine Teigspachtel, lag jetzt eigentlich am besten, und ich lege jetzt gleich die Kamera so hin. Ja, weil sonst kann ich es nämlich nicht gescheit drehen. Und zwar, ich zeige es dann eh nochmal genau, und zwar, das ist jetzt eben die Masse von den Salzburger Nuckerl. Und die Salzburger Nuckerl nehme ich mir einfach da irgendwas, setze in die Mitte rein, rechts und links. Es ist egal, wenn nur irgendwas übrig bleibt, das kann man ruhig ein wenig so aufheben. Ja, genau, und dann haben wir das gleich weg. Warte mal ganz kurz. Boah, mein Ofen stinkt und ich weiß nicht warum. So, dann drehe ich wieder um. Und zwar, das sind jetzt sozusagen so kleine Schifferl geworden. Ich hoffe, man sieht das jetzt so gut. Und das ist eben egal, wenn ein bisschen toter und so nicht ganz gleichmäßig vermischt ist, weil eben, wenn man es zu viel vermischt, kann dann sein, dass die dann auseinanderfallen. Ich habe jetzt auf 180 Grad vorgeheizt. Da stellen wir das jetzt rein, das Salzburger Nuckerl. Und ich tue das immer noch Gefühl, man merkt dann eh, dass dann eine Kruste kommt und das merkt man dann eigentlich eh. Und ja, das war mein Video sozusagen zu den Salzburger Nuckerl. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich schreibe wie immer alle Informationen in die Infobox und so. Und ja, übrigens, was ich auch noch dazu erwähnen wollte, wenn ihr irgendwann noch mal Ideen hättet für ein Video, das, was ich drehen konnte für euch, dann könnt ihr es mir gerne schreiben, weil ich habe oft nicht so gute Ideen und vielleicht denken sie dann an, das ist fad oder so. Aber wenn wirklich wer Idee hätte, gern unten in die Kommentare reinschreiben und schreibe, mache ich nächstes Mal so ein Video. Was wollte ich jetzt nur erzählen, bevor ich alles vergesse? Und zwar, falls irgendwer an meiner Küchenmaschine Interesse hat, das ist eine Bosch Profimix 44. Das ist einer, finde ich jetzt, einer der besten Küchenmaschinen. Die hat meine Mama schon 20 Jahre gehabt und jetzt habe ich eben gekriegt und die ist echt voll cool. Wie gesagt, die braucht keine Küchenmaschine, aber mit Mixer dauert halt alles länger. Und wenn wir da jetzt reinschauen, es wird schon. Salzburger Nuckerl brauchen ungefähr 10 Minuten, würde ich mal sagen. Und ja. Auf alle Fälle, wenn ich es fertig habe, dann mache ich ein Foto oder ich drehe sogar noch zum Schluss. Aber ja.